Hallo liebe Freunde der Polysportivität und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karrieren während der Länderspielpause. Ich bemühe mich immer darum, eine möglichst große Anzahl von Vereinen abzudecken und dementsprechend ist heute ein Spieler an der Reihe, der vor allem bei den bislang etwas zu kurz gekommenen Hamburgern große Freude auslösen dürfte. Die Rede ist von Sergej Barbares. Viel Spaß! Sergej Barbares wird am 17. September 1971 in Mostar im damaligen Jugoslawien geboren. Sein Vater ist bosnischer Serbe, während seine Mutter zur Hälfte Kroatin, zur Hälfte Bosniakin ist. In seiner Jugend spielt der großgewachsene Barbares am liebsten Basketball, ist aber auch Leichtathlet. Im Basketball bringt er es sogar bis in die höchste Spielklasse seines Landes. Fußball spielt Sergej zunächst nicht im Verein, sondern nur gelegentlich mit Freunden nach der Schule. Im Alter von 13 Jahren tritt der talentierte Offensivspieler aber doch noch dem Verein seiner Heimatstadt, dem FK Velez Mostar, bei, dessen Profimannschaft in der ersten Liga Jugoslawiens spielt und bei dem Barbares 6 Jahre später mit 19 Jahren den Sprung in die Profimannschaft schafft. Als er 20 Jahre alt ist, wachsen die Konflikte in seinem Heimatland Jugoslawien und auch Sergej Barbares dient kurz in der jugoslawischen Volksarmee, ehe er nach Mostar zurückkehrt, um dort seine Karriere fortzusetzen. Im selben Jahr schickt ihn sein Vater in den Urlaub zu seinem Onkel, der in Deutschland lebt. Als Sergej seine Sachen packen und zurück in die Heimat reisen will, überrascht ihn sein Onkel damit, dass er weitere 2 Wochen in Deutschland bleiben soll. Der Vater will nicht, dass der Junge nach Jugoslawien zurückkehrt, wo inzwischen der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Sein Onkel hat ein 2-wöchiges Probetraining beim Zweitligisten Hannover 96 arrangiert, bei dem Barbares zu überzeugen weiß. Zum 1. Januar 1992 unterschreibt er einen Profivertrag bei den Niedersachsen und wird am Ende der Saison DFB-Pokalsieger mit den Roten. Doch bei Hannover kommt Barbares nur selten in der ersten Mannschaft zum Einsatz und so folgt er nach nur 1,5 Jahren zur Saison 1993-94 seinem Trainer Frank Pagelsdorf, der bei Hannover die Amateurmannschaft betreut hatte, zum 1. FC Union Berlin in die Oberliga Nordost-Mitte. Bei den Hauptstädtern wird Barbares zum Stammspieler und erzielt in 88 Spielen 46 Tore. Doch die Eisernen, bei denen es sportlich eigentlich gut läuft, haben wirtschaftliche Probleme, sodass dem Verein wegen Nichterfüllung der Lizenzauflagen im Jahr 1994 wie schon im Vorjahr der Aufstieg in die zweite Liga verwehrt wird. Auch in den folgenden beiden Jahren gelingt den Eisernen mit Barbares nicht der Aufstieg, sodass sich der inzwischen 24-Jährige 1996 dazu entschließt, sich dem Bundesligisten Hansa Rostock anzuschließen, wo er bereits zum 3. Mal auf seinen Förderer Frank Pagelsdorf trifft. Nach kurzer Eingewöhnungsphase gelingt dem Bosnier bei der Hansa der Durchbruch und so trägt er in seiner zweiten Saison in Rostock mit 16 Torbeteiligungen zum Erreichen des 6. Platzes und dem damit verbundenen Einzug in den UEFA-Cup bei. Zum Ende der Saison belohnt auch der bosnische Fußballverband die Saison des 26-Jährigen und so debütiert Barbares am 14. Mai 1998 im Länderspiel gegen Argentinien. In den nächsten 8 Jahren sollen noch 47 weitere folgen, wobei Barbares 17 Tore erzielt. Zum Ende seiner Nationalmannschaftslaufbahn trägt er sogar die Kapitänsbinde, doch 2006 beendet er seine internationale Laufbahn aufgrund von Skandalen rund um den Fußballverband Bosnien-Herzegowinas. Seine starken Leistungen rufen die großen Clubs auf den Plan und so wechselt Barbares im Sommer 1998 zu Borussia Dortmund. Nach einer passablen ersten Saison spielt er in der darauffolgenden Saison 1999-2000 in den Planungen von BVB-Coach Michael Skibbe kaum noch eine Rolle. Daher entschließt sich Barbares 2000 dazu, beim Champions-League-Teilnehmer Hamburger SV einen Neuanfang zu wagen, wo er endgültig sein fußballerisches Glück finden soll. Denn bei den Norddeutschen wird der inzwischen schon 28 Jahre alte Barbares in den nächsten Jahren zur unumstrittenen Stammkraft und Führungsfigur in der offensiven Zentrale. Gleich in seiner ersten Saison erzielt er für den Bundesliga-Dino 22 Treffer und teilt sich mit Ebbe Sand von Schalke 04 die Torjägerkanone. Zudem wird er in seiner Heimat zum Fußballer des Jahres gewählt. In den Folgejahren prägt Barbares das Spiel des HSV. Die Platzierung der Norddeutschen schwanken zwischen Platz 4 und Platz 13. Barbares fällt dabei neben seiner Torgefahr auch durch sein Temperament auf und so kassiert er allein in seinen 6 Jahren beim HSV ganze 6 Platzverweise und insgesamt 62 gelbe Karten. In seiner letzten Saison 2005-2006 blüht Barbares mit 34 Jahren noch einmal auf und trägt mit 23 Torbeteiligungen maßgeblich dazu bei, dass die Hamburger sich mit dem 3. Platz für die Champions League qualifizieren. Doch trotz seiner starken Leistung und der Tatsache, dass sich sowohl HSV-Trainer Thomas Doll als auch die Mannschaft für seinen Verbleib aussprechen, scheint Barbares dem Vorstand der Hanseaten zu alt zu sein und so bietet der Verein seinem Star wesentlich weniger Gehalt als in seinem vorherigen Kontrakt. Barbares bekommt in den Gesprächen mit dem Clubverantwortlichen das Gefühl, dass sich diese nicht ernsthaft um seinen Verbleib bemühen und so schließt er sich im Sommer 2006 für 2 Jahre Bayer Leverkusen an.
Während der HSV ohne seine Führungsfigur in der Offensive arge Probleme bekommt, belebt Barbares auch das Spiel Bayer Leverkusens und erreicht mit dem Werksklub zweimal das Viertelfinale des UEFA-Pokals. Nach der Saison 2007-2008 beendet Sergej Barbares seine aktive Karriere im Alter von 36 Jahren. Nach seinem Karriereende bekommt Barbares mehrere Angebote aus Bosnien-Herzegowina, um dort einen Trainerposten zu besetzen, unter anderem den der Nationalmannschaft. Weil er aber die Verbandsleitung des bosnischen Fußballverbandes ablehnt, nimmt er keines der Angebote an. Stattdessen wird Barbares, der in Hamburg weiterhin großen Respekt genießt, im Januar 2009 in den Aufsichtsrat des HSV gewählt, den er keine anderthalb Jahre später, im Mai 2010, wieder verlässt. So Freunde, das war die Karriere des Sergej Barbares. Ein, wie ich finde, wieder einmal beeindruckender Werdegang, wenn man bedenkt, dass Barbares noch mit 20 Jahren in der Heimat spielte und dann durch einen unglücklichen bzw. am Ende doch glücklichen Umstand den Weg nach Deutschland gefunden hat, wo er ja auch erst mit 25 Jahren in der Bundesliga Fuß gefasst hat. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr von seiner Laufbahn und seiner Person haltet. Ich freue mich immer, eure Meinung zu den Personen zu lesen. Wenn euch das Video und das Format gefallen, lasst mich das doch gerne durch einen Daumen nach oben wissen und abonniert den Kanal, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, sportliche Grüße, bis bald!